Tschuch, 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 die Eisenbahn. Wer will mit zur Oma fahren? Alleine fahren, das mag ich nicht. Deshalb nehme ich mir ein paar Marshmallows mit. Die bringen mich auf eine Idee. Ich nehme mir ein paar Marshmallow, vielleicht ein bisschen mehr. Lass sie schmelzen und vermische sie. Das schmeckt richtig lecker. Jetzt brauche ich ein paar Formen. Oh, Justin schaut sich gerade die Sterne an. Kann ich bitte deinen Hut haben? Vielen Dank. Da fülle ich jetzt meinen Marshmallow-Mix rein. Ich schneide die Spitze ab. Und fülle mit dem Marshmallow-Mix ein paar Donutformen. Ab ins Gefrierfach. Mal sehen, was daraus geworden ist. Meine Marshmallows sehen jetzt schon wunderschön aus. Hier kommt noch ein bisschen Erdbeersirup drüber. Und was wären Donuts ohne bunte Streusel? Die gebe ich auch noch mit dazu. Damit sieht alles besser aus. Na also, geht doch. Das muss ich Justin zeigen. Er wird es zu schätzen wissen. Hey Justin, schau mal. Ich habe hier was mitgebracht. Oh wow, sind das Donuts? Woraus sind die denn gemacht? Oh, das sind Marshmallows. Wie lecker ist das denn? Bleibst du vielleicht beim Angeln mit mir? Ja, natürlich. Warum nicht? Was haben wir noch alles im Kühlschrank? Ah, Eiscreme. Das ist immer gut. Ich öffne erstmal diesen Eimer. Hä? Wieso kann ich das nicht machen? Irgendwie werde ich es schon schaffen. Na komm schon. Wenn ich das Ding nicht öffnen kann, kann ich es vielleicht aufschneiden. Na also, erledigt. Das ist das, was ich für einen Eisdonut brauche. Noch ein bisschen Zuckerguss und ein paar Streusel. Sieht super aus. Das muss Justin gefallen. Ah, ich hopp herum. Oh nein. Was ist denn mit dir passiert? Ist alles in Ordnung? Komm, ich werde dir helfen. Yeah, alles in Ordnung. Schau mal, was ich für einen Hut gefunden habe. Und ich habe ein paar Eisdonuts für dich gemacht. Eisdonuts? Mann, oh Mann, schmecken die lecker. Das ist mal wieder ein Volltreffer. Oh, das ist der letzte Gummibär, den ich schaffe. Ich bin satt. Hä, was ist das denn, ein fliegender Korb? Ist das eine Donutmaschine? Interessant. Ich probiere mal ein paar Donuts aus meinen Lieblingsgummibärchen zu machen. Dafür muss ich sie einfach nur in die Form legen. Und die Donutmaschine schließen. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen Musik hören. Und abtanzen. Puh, immer mit der Ruhe. Ach du meine Güte, da brennt doch was. Oh wow, schaut euch das an. Ich habe ein paar Gummibärchen-Donuts. Streusel drauf und ab zu Justin. Macht euch gefasst, ich bin bewaffnet. Und ich bin stets auf der Hut. Ziel entdeckt. Ich schieße. Hey, was erlaubst du dir? Aua, das hat wehgetan, ich falle. Oh Mann, ich habe dir hier ein paar Donuts mitgebracht. Die solltest du probieren. Was, sind das Gummibärchen-Donuts? Mann, die sehen ja cool aus. Und wie die schmecken. Wahnsinn. Unglaublich gut. Du hast dich echt selbst übertroffen. High five. Yeah. Ich habe so einen schönen Garten. Hä? Ist das eine Ananas? Ich habe eine Ananas gezüchtet. Damit muss ich sofort was machen. Ich habe auch schon eine Idee. Pass auf meine scharfen Hände auf. Kio! Und schon schneide ich meine Ananas in Stückchen. Und um genauer zu sein, in Scheiben. Was könnte ich jetzt noch machen? Genau. Ich brauche etwas flüssige Schokolade für eine Schokoglasur. Dafür brauche ich nur einen Wasserkocher, wo ich eine Tafel Schokolade reinlege. Einschalten. Und fertig ist meine geschmolzene Schokolade. Hier muss ich nur noch eine Ecke abschneiden. Und jetzt kann ich die Schokolade ausquetschen. Oh, die sieht so schön aus. Das ist voll das tolle Muster. Und als Krönung natürlich noch ein paar bunte Streusel. Eine Menge Streusel, sage ich euch. Ich denke, das ist genug.
Ein echtes Meisterwerk. Justin, bist du beschäftigt? Ich habe hier was Leckeres für dich mitgebracht. Oh, herzlichen Glückwunsch. Jetzt schau doch mal her. Hä? Was ist das? Auch ein Ring? Nein, den muss man essen. Nicht werfen. Okay. Ah, tatsächlich. Probieren wir mal. Mann, das ist ja eine Ananas mit Schokolade. Mega gut. Oho, was haben wir denn hier? Ein paar Nudeln? Hm, die bringen mich auf eine Idee. Ich lege diese viel zu lang gekochten Nudeln auf ein Schneidebrett und schneide sie in Scheiben. So erhalte ich ein paar Kreise aus klebrigen Nudeln. Jetzt muss ich nur noch die Mitte ausstanzen. Und schon habe ich einen Nudeldonut. Was ist denn hier los? Das sind Doritos. Scharfe Doritos. Das ist das, was mir noch gefehlt hat. Ich zerkrümel sie. Mithilfe eines Nudelholzes. So ist gut. Jetzt muss ich die Packung öffnen und die Krümel auf einen Teller legen. Jetzt nehme ich mir meinen Nudeldonut, tauche ihn in ein Ei, dann in Mehl und jetzt noch in diese Doritos-Krümel. Und zum Schluss frittiere ich das alles noch. Das ist der ultimative scharfe Donut. Ich hoffe, er wird Justin gefallen. Ach übrigens, wo ist er denn? Na, mein Kleiner, magst du es, Musik zu machen? Na komm schon, spiel was. Guter Junge. Braves Hündchen. Oh wow, Brittany. Du hast mich so sehr mit diesen Donuts verwöhnt. Oh wow, ist das ein Käse-Donut? Das schmeckt einfach unglaublich gut. Willst du auch was? Musst du probieren. Ah, das ist wirklich ein Erfolg. Der Obstbus ist auf dem Weg, seine Fahrgäste abzuholen. Ups, ein Unfall. Hm, diesen Apfel brauche ich noch. Und meinen Lieblingskoffer. Ah, da ist ja mein Poppet, das habe ich ja ganz verloren. Ah, Moment, das brauche ich jetzt nicht. Ein Portemonnaie? Da ist leider kein Geld drin. Hm, was für eine lustige Nase. Das ist, was ich brauche. Ich benutze dieses Gerät, um ein paar Apfeldonuts zu machen. Jetzt besorge ich mir eine Spritze und fülle sie mit Nutella. Die ist nämlich die perfekte Glasur für meinen Apfeldonut. Was magst du übrigens lieber, Schokosirup oder Nutella? Wie auch immer, Hauptsache, da sind noch ein paar bunte Streusel drauf. Geschafft! So, jetzt bringe ich das zu Justin. Oh, ich werde das aushalten. Ich werde es schaffen. Justin! Ich habe dir ein paar Donuts mitgebracht. Tut mir leid. Brittany, ich war total im Gleichgewicht. Hättest mich doch warnen können. Was hast du mitgebracht? Oh, mal wieder Donuts. Die will ich probieren. Mit Nutella obendrauf. Einfach super. Oh oh, Brittany. Euer kleiner Hund hat das Kissen ruiniert. Kannst du dir da was einfallen lassen? Hm, ganz sicher. Ich muss mir erstmal dieses Rad aus der Garage besorgen. Mit einem Stück Kreide male ich den Umriss. Jetzt male ich eine Hälfte rosa an, die andere beige. Und obendrauf male ich noch ein paar bunte Streusel mit anderen Farben. In die Mitte kommt noch ein Kissen. Na, gefällt dir dein neues Sitzkissen? Oh, gutes Hündchen. Brav. Wir haben heute eine wichtige Aufgabe, Annette zu füttern. Und was wünscht sie sich? Aha, ein paar Pfannkuchen. Ich denke, das sollten alle hinbekommen. Gesundheit, Pugsley. Na dann schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin eine erfahrene Dame. Natürlich kenne ich ein Pfannkuchenrezept. Und zwar auswendig. Ich muss erst alle notwendigen Zutaten zusammenmischen. Mann, Wednesday, was machst du da? Du bringst mich noch ins Grab. Ins Grab? Ist doch voll der schöne Ort. Und wenn du denkst, dass du die Einzige bist, die ein Pfannkuchenrezept kennt, dann werde ich dich überraschen. Pugsley, weißt du, wie man Pfannkuchen macht?
Na, so in etwa würde ich sagen. Wenn auch ein bisschen schlampig. Aber wer weiß, vielleicht wird dir was Leckeres daraus. Mein Bruder ist ein absoluter Versager. Er kann auch nicht einmal anständig Milch in sein Glas gießen. Aber ich will mich nicht ablenken lassen. Ich muss den Teig für meine Pfannkuchen einfärben. So in etwa. Jetzt wird's Zeit, meine Pfannkuchen zu braten. Und fertig sind sie. Darüber kommt noch ein bisschen Erdbeersoße. Sieht herrlich aus. Heilige Pfannkuchen, Wednesday, du treibst uns die grauen Haare aus. Grau? Voll schön. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Oh ja, diese Spinne passt perfekt zu meinen Pfannkuchen. Gegen mich hat niemand eine Chance. Ja, das werden wir noch sehen. Ich habe nämlich eine Ahnung von gutem, leckerem Essen. Mein Teig ist fertig. Ich gebe ihn in verschiedene Schüsseln und färbe jede Schüssel ein. So backe ich wunderschöne, bunte Pfannkuchen. Schaut doch nur, wie gut sie aussehen. Und darüber kommt jetzt noch ein bisschen Butter und Ahornsirup. Na, siehst du, Wednesday, so geht das. Was stinkt denn da? Hört auf zu brennen! Oh, Gott sei Dank. Also meine Pfannkuchen sind auch fertig, auch wenn sie ein bisschen seltsam riechen. Nee, die muss ich wegschmeißen, ich muss mir was anderes überlegen. Ah, ich habe auch schon eine Idee. Ich nehme mir einfach eine Banane. Aus der mache ich jetzt Bananenpüree. Da gebe ich Ei hinzu, vermische alles und mache daraus Bananenpfannkuchen. Na also, sieht doch schon mal richtig lecker aus. Vor allem mit ein bisschen Karamellsoße. Viel Karamellsoße. Annette, jetzt kannst du was probieren. Oh, da freue ich mich ja schon. Diese Pfannkuchen sind ja schwarz. Sind die verbrannt? Wo kommt diese Spinne her? Ekelhaft. Probieren wir mal. Das ist Erdbeersirup. Muss köstlich sein. Voll lecker. Wednesday, gut gemacht. Und was haben wir hier? Regenbogenpfannkuchen, genau wie ich wollte. Probieren wir mal. Mann, das schmeckt fantastisch. Frau Direktorin, herzlichen Glückwunsch, das war super. Das sieht ja ungewöhnlich aus. Wonach schmeckt das? Banane, ich bin kein großer Fan. Es wird Zeit, einen Gewinner auszuwählen und diesmal ist es die Direktorin. Oh, ich bin es. Oh, wie schön ist das denn? Annette, womit willst du uns diesmal überraschen? Ah, du möchtest einen bunten Kakao. Können wir machen. Selbst Pugsley hat da einen Plan. Sei schön vorsichtig. Ich kenne ein Rezept für den besten Kakao. Ich brauche frische Milch und Kakao. Das war's. Jetzt gießen wir dieses Getränk in eine schöne Tasse. Natürlich mit meinem Bild drauf. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich werde meinen Kakao aus Nutella machen. Aber zuerst gönne ich mir noch ein paar Löffelchen. Mist, ich habe keine Nutella mehr übrig. Was soll ich jetzt tun? Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach ein bisschen Milch. Oh Mann, wenn ich die auch noch öffnen könnte. Wieso ist das so schwer, Mann? Moment, das werde ich noch irgendwie schaffen. Einfach absägen. Nein, klappt auch nicht. Yay! Ich habe die Milch geöffnet, aber jetzt bin ich voll nass. Kann passieren, wie auch immer. Jetzt kippe ich einfach diese Milch in mein Nutella-Glas. Deckel drauf und schön durchschütteln. Schütteln, 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 schütteln. Als wäre ich ein Barmann oder so. Und jetzt öffnen. Darüber kommt ein bisschen Schlagsahne. Oh, ich liebe Schlagsahne. Was könnte besser sein? Und darüber noch ein bisschen Streusel. Ein paar bunte Streusel. Annette liebt die. Ich bin der beste Koch aller Zeiten. Ach ja, Strohhalm nicht vergessen. Mein Papa würde jetzt stolz auf mich sein. Und was macht Wednesday da? Was für Amateure, ich bitte euch. Ich mache den besten Kakao aller Zeiten. Dafür gebe ich etwas Milch in meinen Mixer und füge einen Schokoriegel hinzu. Jetzt Mixer einschalten. Eiskaltes Händchen, wo ist meine Tasse? Na also, gut gemacht. Okay. Da kommt jetzt mein Kakao rein. Und natürlich Schlagsahne nicht vergessen. Und obendrauf, wie immer,
wunderschöne Erdbeersoße, die genauso gut aussieht wie Blut. Eine Fledermaus nicht vergessen und fertig sind wir. Enne, dein Kakao ist fertig. Na endlich, da habe ich mich ja schon gefreut. Ist das eine Fledermaus? Ist die vielleicht essbar? Oh, tatsächlich. Wednesday? Na, lass mal probieren. Ich sehe, es schmeckt dir. Ja, genau so ist es. Und was haben wir hier? Aha, das ist der Kakao von unserer Direktorin. Gar nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir es doch gewusst. Und was haben wir hier? Ein Getränk von Pugsley. Schmeckt super. Vor allem mit der Schlagsahne und den bunten Streuseln. Lecker, Schmecker. Pugsley, das war gut, aber Wednesday, du hast gewonnen. Wednesday, was ist das? Lächelst du etwa? Oh, das ist so süß von dir. Ein echtes Lächeln. Mach doch weiter so. Wie auch immer. Annette, bist du noch nicht satt? Was wünschst du dir diesmal? Ein Regenbogenburger. Sieht toll aus. Kriegt ihr das hin? Ich sehe Pugsley schon begeistert von der Idee. Wednesday ist wie immer und die Schulleiterin ist auch entschlossen. Das ist eine richtig einfache Aufgabe. Das Wichtigste und das Leckerste sind natürlich weiche Brötchen. Ich schneide den Teig in Stücke und färbe ihn jeweils ein. Jetzt vermische ich ihn zu einer großen, wunderschönen, bunten Schnecke. Davon nehme ich mir jetzt ein paar Glötzchen und backe daraus meine Brötchen. Die sollen genauso schön bunt sein wie unsere Annette. Und in etwa 10 Minuten sind sie fertig. Und wie geht's dir, Pugsley? Oh, mir geht's super. Ich habe den Teig schon gemacht. Der sieht so toll aus. Wie so ein richtiger Slime. Oh nein, der klebt an meinen Fingern. Was soll ich jetzt machen? Ich bin in einer Teigsklaverei. Lass mich los. Du erbärmliches Stück Mehl und Wasser. Ups. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was könnte ich stattdessen machen? Ah, ich habe schon eine Idee. Ich nehme mir einfach einen leckeren Donut, schneide ihn in 2 Stücke und darüber packe ich jetzt frisches Hackfleisch. Nee, brauche ich nicht. Ups, tut mir leid. Stattdessen nehme ich mir lieber leckeres Eis. Wenn ich das nur öffnen könnte. Wieso klappt das nicht? Moment mal, ich habe doch noch eine Faust. Yeah, das hat geklappt. Also, ich schneide mir ein Stück Eiscreme ab. Darüber kommt jetzt noch ein bisschen saures Gel. Oh, ich liebe diesen Geschmack. Richtig schön sauer. Wir machen eine schöne Schnecke daraus. Schau doch nur, wie süß das aussieht. Und darüber kommen noch ein paar bunte Skittles. Ich liebe die Dinger. Oh, oh nein, ich bin daran erstickt. Hilfe! Oh, das ist nochmal gut gegangen. Pugsley, typisch du. Also, die Skittles kommen jetzt noch über meinen Burger. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich nehme mir ein paar von diesen schönen scharfen Cheetos. Meine Brötchen sind fertig. Ich hole sie aus dem Ofen. Die riechen einfach herrlich. Die perfekten Regenbogen-Burger-Brötchen. Willst du was? Nein, danke. Ich habe was Besseres. Schwarze Brötchen. Einfach perfekt. Jetzt bereite ich meinen perfekten schwarzen Burger zu. Auf die Brötchen kommt etwas Ketchup und darüber etwas geriebener Käse. Auf die zweite Etage meines Burgerbraters kippe ich die Boulette und das zweite Brötchen. Jetzt schließen. Ah, das ist wahrscheinlich meine beste Erfindung. Jetzt heißt es nur noch aufklappen, herausziehen und fertig ist der beste Burger der Welt. Aber ich muss noch etwas am Design arbeiten. Dafür brauche ich ein paar Kirschtomaten. Aus denen mache ich herrliche rote Augen. Als würden die aus der Dunkelheit auf dich starren. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte diese Cheetos. Hey Wednesday, ich werde deine Eltern bald in die Schule rufen. Ist mir egal. Aus den Cheetos mache ich Spinnenbeinchen. Sieht gut aus, oder? Buh. Wednesday, das ist mal wieder typisch du. Also, ich mache jetzt auch meine Boulette.
Die brate ich schön auf meiner Bratpfanne. Darüber lege ich ein paar Stücke Käse. Und jetzt kommt das alles auf mein wunderschönes Regenbogenbrötchen. Annette, ich hoffe, es wird dir gefallen. Ja, ich bin schon bereit, alles zu probieren. Wie sieht das denn aus? Ganz schön gruselig. Ich probiere mal dieses Beinchen. Schmeckt lecker. Vielleicht ist ja dann auch der Burger lecker. Na, ich weiß nicht. Viel zu gruselig für mich. Probieren wir mal diesen Burger. Cool. Der sieht richtig schön bunt aus. Aber hier fehlt es eindeutig an Zutaten. Nur eine Bulette und Käse? Zu langweilig. Oh, wie sieht das denn aus? Diese Schönheit muss ich sofort probieren. Oh, wie ungewöhnlich. Ich liebe diesen süßen Burger. Yeah, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So, ich wünsche mir ein paar Pommes, bitte. Kann ich machen. Kein Problem. Ich probier's mal. Also für die Pommes werde ich nur ausgewählte Kartoffeln verwenden. Erstmal muss ich sie schälen. Ach, was ist denn hier los? Huxley, was erlaubst du dir überhaupt? Wir sind voller Kartoffelschalen. Gib mir diese Kartoffel. Danke sehr. Jetzt schneide ich sie in perfekte Stücke. Was jetzt fehlt, ist ein bisschen Lebensmittelfarbe. Ich färbe meine Pommes ein. Jetzt nehme ich mir eine Bratpfanne und frisches Olivenöl. Darin brate ich jetzt meine süßen kleinen Pommes. Ach, die sehen einfach herrlich aus. Und wie das duftet, meine Güte. Annette wird es lieben. Sie wird meine Arbeit zu schätzen wissen. Einfach perfekt, würde ich sagen. I've got it. Huxley! Kettensäge, die wird mir helfen. Oh, diese Pommes sehen perfekt aus. Entschuldigung. Huxley, schon wieder du. Also, eiskaltes Händchen, komm mal her. Ich brauche deine Hilfe. Wir schneiden diese Kartoffeln in Stücke. So ist gut. Und jetzt braten wir sie in der Pfanne an. Herrlich. Auf den Teller legen und du weißt, was hier fehlt. Etwas schwarze Lebensmittelfarbe. Wieso kommt da nichts? Ups. Typisch Wednesday. Wie sehen sie denn aus? Wie auch immer. Mein Gesicht ist wieder sauber. Und jetzt kann ich meine Pommes endlich schwarz einfärben. So ist gut. Die kommen in diesen Korb. Etwas Ketchup. Fertig. Ich muss meine Kartoffeln noch braten. Dafür brauche ich eine Menge Öl. Ich glaube, das sollte reichen. Wie auch immer. Weg damit. Typisch Huxley. Und jetzt rein mit den Kartoffeln. Ah, das spritzt ja total. Ach du meine Güte, weg mit denen. Ja, tut mir leid, wollte ich ja nicht. Ich muss mir was anderes überlegen. Denk, 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 Huxley. Ich habe eine Idee. Ich brauche mal wieder ein paar Bananengummibärchen. Die sehen genauso aus wie Pommes. Und statt Ketchup gebe ich einfach Erdbeersirup rein. Ich bin fertig, Annette. Viel Spaß damit. Oh, wow, diese Pommes sehen alle so unterschiedlich aus. Ui, die von Wednesday sind mal wieder schwarz, oder? Hm, schmecken aber gar nicht schlecht. Gar nicht angebrannt, wie ich gedacht habe. Hm, super. Ich danke dir, Wednesday. Was ist das denn? Bunte Pommes. Was habe ich noch nie probiert? Die schmecken einfach super. Alle Farben. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt was lernen. Ich liebe diese Pommes. Ups, was ist das denn? Das sind ja süße Pommes. Extra für dich, Annette. Und statt Ketchup, Erdbeersirup. Ich bin so satt, ich schaffe einfach nichts mehr. Ups. Geht's dir gut, Annette? Ja, ja, einigermaßen. Mir geht's gut. Ich habe dieses mega breite Rohr. Was ist denn hier los? Du hast alles kaputt gemacht. Ja, voll der coole Lastwagen. Schau mal, das ist ja eine Extra-Lieferung Cola. Jetzt werden wir diese Flaschen öffnen mit den Augen. Hey, das ist voll kitzlig. Blöder Stier. Ich liebe diese Cola. Ich werde gleich beide Flaschen austrinken.
Mensch, war das gut. Oh. Wie konntest du nur? Du hast mir gar nichts übrig gelassen. Ja, was für ein blöder Rülpser. Jetzt nehme ich mir eine Schere. Gotcha. Und schneide durch diese Flasche durch. Ich schneide den Boden ab und den oberen Teil auch noch. Jetzt habe ich zwei halbe Flaschen, die ich auf einem heißen Herd einfach zusammenschmelzen werde. So ist besser. Jetzt habe ich eine große Flasche. Wahnsinn. Und ich habe mein Rohr repariert. Es ist Zeit, Äpfel zu pflücken. Was für ein schöner Apfel. Der ist so schön lecker. Oh nein, was ist das denn? Ein Wurm? Ah, das ist ein Gummiwurm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich muss eine Schüssel mit diesen Gummiwürmern füllen. So. Und jetzt werde ich sie einfach schmelzen lassen. Bis ich einfach geschmolzene Gummimasse haben werde. Schau mal, was ich hier habe. Jede Menge M&M's-Packungen. Jetzt kommt meine Gelee-Mischung in verschiedene Schüsseln. Und da gebe ich jetzt verschiedene Lebensmittelfarben rein. Daraus kann ich einen ganzen Regenbogen machen. Diese Masse kommt jetzt einfach in mein Rohr. Aber zuerst besorge ich mir einen großen Luftballon. Ich lasse die Luft ab und befestige ihn an einer Seite des Rohrs. Und in die andere Seite gieße ich jetzt meine Gelee-Mischung. Das wird der größte Gummiwurm aller Zeiten. Oh, was machst du denn da? Offensichtlich was Cooles. Aber schau mal, was ich habe. Jede Menge Schokolade und M&M's. Und natürlich einen Teekessel. Da gebe ich jetzt meine Schokotafeln rein. Auf diese Art und Weise werde ich meine Schokolade schmelzen. Yeah, jetzt ist sie geschmolzen. Einmal schnell öffnen. Mensch, sieht das appetitlich aus. Ich brauche eine Menge Schokolade, denn ich habe vor, einen schicken, riesigen Schokoladenwurm zu machen. Dafür muss ich meine extra lange Cola-Flasche mit der Schokolade überziehen. Das sieht jetzt schon lecker aus. Richtig genial. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich muss nämlich das gesamte Ding einfrieren. Dafür benutze ich diese extra Spraydosen hier. Mensch, das ist ja richtig großartig. Und schon habe ich einen großen, harten Schokoladenwurm. Jetzt hole ich die Flasche hier raus. Die brauche ich nicht mehr. Und den Wurm fülle ich jetzt mit M&M's. Ich öffne gleich zwei Packungen und schütte alles hier rein. Oh ja, so muss er sich anhören, mein Schokowurm. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und einen Bonbon kann ich jetzt noch essen. Was machst du denn da? In der Zwischenzeit lege ich mein Regenbogenrohr weg und hole mir eine große Schüssel. Die muss ich jetzt mit Eis füllen. Ich werde viel Eis gebrauchen. Das Eis hole ich mir aus dem Tiefkühlschrank. Ich transportiere es einfach zu meiner großen Schüssel. Oh nein, das dauert wohl zu lange. Das Eis ist fast geschmolzen. Ich muss Gas geben. Mehr, mehr, mehr Eis. Oh nein, meine Hände, sie sind fast erfroren. Alles klar, mir ist was eingefallen. Ich brauche einfach diesen Staubsauger. Einschalten und... Oh nein, ich kann ihn nicht kontrollieren. Er hat mich eingesaugt. Mann, siehst du lustig aus. Was hat denn der Staubsauger dir angetan? Das ist nicht lustig. Meine Lippen. Wie sehen die denn aus? Oh, das Eis hat mir geholfen. Hey, du freches Ding. Das habe ich nicht von mir erwartet. So, wo war ich stehen geblieben? Ich sauge das Eis einfach ein. Und jetzt spucken wir es wieder raus. Auf diese Weise fülle ich das Gefäß mit Eis richtig schnell. Und wir haben es auch schon fast geschafft. Was für eine unglaubliche Menge an Eis.
Okay, den Staubsauger brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich meinen Wurm aufs Eis. Dadurch beschleunigen wir den Abkühlprozess. Okay, wir sind soweit. Jetzt wird's Zeit, dass ich meinen Gummibärchenwurm hier raushole. Einmal kurz draufschlagen. Ja, das Ding wabbelt jetzt schon gut. Und das Rohr abziehen. Und mein Gummibärchenwurm ist sogar besser geworden, als ich erwartet habe. Hey, gib mal deinen Zahnstocher. Die Dinger stecke ich von dieser Seite rein. Und jetzt können wir meinen Wurm mit deinem Wurm langsam verbinden. Wir haben's geschafft. High five. Ja. Oh, das schmeckt mega lecker. Das kannst du laut sagen. Ich liebe diesen Schokoteil. Und ich liebe diesen Gummiteil hier. Ich werde alles Stück für Stück aufessen. Mann, das ist der coolste Wurm aller Zeiten. Lass mich auch mal was von dir probieren. Dann will ich aber auch was von der Schokolade. Mann, mega lecker. Oh, gib mir auch was von den M&M's. Ja klar, kannst du haben. Es regnet M&M's. Mann, schmeckt das gut. Ich bin satt. Oh, wie schön, dass noch was übrig ist. Lecker schmecker Schokolade. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Wer? Was? Oma? Ups, die ist in Ohnmacht gefallen. Ups. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, ihr seid Verbrecher. Ihr zwei, weg aus der Küche. Ups, ich glaube, wir haben uns ganz schön was eingebrockt. Jetzt müssen wir alles aufräumen. Das ist so schade. Aber der Wurm war es wert. Das war mega lecker.